Deutschlands neue Boyband groovt sich ein. Kimmich, Volland und Gnabry in einer Trainingspause mit einer gemeinsamen Jam-Session. Dass die Stimmung im deutschen Team vor der Partie gegen Ungarn richtig gut ist, zeigt sich auch beim heutigen Abschlusstraining. Man lacht und man neckt sich. Doch all der eitel Sonnenschein, zumindest leicht getrübt vom neuen Knie der Nation. Thomas Müller kann zwar joggen, aber wohl nicht spielen. Ein Nachteil, der aber auch ein Vorteil werden könnte. Im Grunde ist es vielleicht sogar eine Win-Win-Situation. Müller ruht sich lieber noch ein bisschen aus und Leon Goretzka kann Spielpraxis sammeln und dann haben beide was davon. Sicher geklärt ist inzwischen eine ganz andere Frage. Die Stadt München wollte gegen Ungarn auch in Solidarität mit der dort diskriminierten LGBT-Community die Arena in Regenbogenfarben bestrahlen. Das hat die UEFA mit dem Okay des DFB nun abgeschmettert. Begründung, man sei eine politisch neutrale Organisation. Die Entscheidung und der Gegenvorschlag, das Stadion zum Beispiel am Christopher Street Day, wenn kein Spiel ist, entsprechend leuchten zu lassen, sorgt für Kritik. Ich finde es beschämend. Ich finde es auch sehr enttäuschend, dass der Deutsche Fußballbund sich nicht in der Lage sah oder sich nicht in der Lage sehen wollte, hier dieses Ergebnis zu beeinflussen. Vorbei ist das Thema deswegen aber noch nicht. OB Reiter will morgen unter anderem Marienplatz und Olympiaturm in Regenbogenfarben leuchten lassen, Frankfurt und Köln ihre Stadien. Andernorts im Hamburger Zoo Hagenbeck steht derweil die sportliche Frage im Raum. Elefantendame Yashoda lag bisher immer richtig, nun sagt ihr Torakel ein Unentschieden voraus. Immerhin, das würde zum Weiterkommen reichen.